Und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Nintendo Wii U und im letzten Part haben wir den Vulkan entnebelt. Und jetzt sind wir bei Wendy und wir müssen gegen sie kämpfen. Du bist den ganzen Weg bis zur Schatzinsel gekommen. Du musst Schätze ja wirklich lieben. Da habe ich etwas für dich. Guck mal hier, ich habe einen dicken Zauberstab. Okay, was machen wir gegen Wendy mit ihrem dicken Zauberstab? Ich würde sagen, wir hauen so ziemlich alles raus, was wir raushauen können. Das heißt, wir nehmen einen dicken K.O.-Hammer, wir nehmen einen dicken normalen Hammer und wir nehmen einen großen Sprung. Und viel mehr haben wir auch nicht an gutem Zeug. Wir schauen mal, was wir da so mit regeln können. So, Spitze. Oh, das hat jetzt kaum was gezogen. Super. Auch nicht so super. 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, vielleicht ein Viertel. Oh Gott. Okay, wir haben gerade einen Gegner dazu gewonnen. Das finde ich überhaupt total uncool. Ich würde sagen, wir nehmen erst hier den fünffach normalen Sprung, fünffach kaputten Sprung. Ich sortiere mal kurz. Vielleicht nehmen wir auch einen K.O.-Hammer. Dann nehmen wir so ein Stäbchensprung und dann die große Feuerblume. Und wir gucken einfach mal, was dabei rumkommt, weil ich habe nämlich keinen blassen Schimmer. So. Boah, oh, ist eine große Eisblume. Naja, gut, von mir ist es auch eine große Eisblume. Die hat ganz schön viel Farbe gekostet. Oh, shit. Okay. Super. Spitze. Exzellent. Und das hat gesessen. Einigermaßen. Und wir haben einen neuen Gegner dabei. Ach, das gibt's doch nicht. Okay. Wir werden gegen diesen Vollidioten erstmal einen großen Hammer benutzen. Dann nehmen wir noch einen großen Hammer. Und vielleicht... wie wär's mit einem großen Pilz? Wahrscheinlich werden wir Wendy jetzt keinen Schaden machen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, sieht so aus. Ah, doch. Okay. Und Mario heilt sich ein bisschen. Na gut. War jetzt nicht so super, ne? Immerhin gibt es jetzt nur Münzen. Okay. Okay. Der Eisbruder, der hält nicht mehr sonderlich viel aus. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mit so einem fünffach großen Sprung ankommen. Und dann setzen wir nochmal einen großen Hammer ein, um Wendy eins auf die Nase zu hauen. Also so langsam sieht es echt nicht mehr gut aus für uns. Wir bräuchten irgendwas, was verdammt viel Schaden macht. 2, 3, 4, 5. Okay. Das macht halt kaum Schaden. 1, 2, 3, 4. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und ein letztes Mal. Aber wenn man sich sie so anguckt, so viel Leben hat sie nicht mehr. What the fuck? Scheiße. Ich habe dir so viele Münzen gegeben und du siehst kein bisschen glücklich aus. Aber gut, jetzt verpasse ich dir ein Lächeln, von dem du selbst am liebsten ein Erinnerungsfoto hättest. Jetzt kriegst du was Besseres als schnöde Münzen. Du wirst gar nicht wissen, wie dir geschieht. Also schön das Lächeln halten, ja? Pose bitte. Okay, jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir die Sofortbildkamera auspacken müssen. Die brauchten wir extra für diesen Kampf. So, und dann, wenn wir die Sofortbildkamera ausgepackt haben, nehmen wir anschließend noch einen großen Sprung und einen großen K.O.-Hammer. So. All das sollte eigentlich mit unserer Farbe machbar sein. Jo, perfekt. Und raus damit.
So, schauen wir mal, was die Sofortbildkamera so bringt. Mario mit dem Stinkefinger oder was soll das sein? Oh oh. Das war eine doofe Idee. Das war auch eine doofe Idee. Okay. Und es geht los. Wendys grandioser goldener Ring. Mein Ring hat dich in seinem Würgegriff. Dein Gesicht ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Ja, das glaubst du, Wendy. Aber irgendwie hast du dich ein bisschen in mir getäuscht, denn Mario wäre nicht Mario, wenn er nicht gegen dich immer irgendwas parat hätte. Zum Beispiel einen großen Hammer, eine Feuerblume und einen großen Hammer. Ist übrigens eine große Feuerblume, ne? Also, gut. Super. Spitze. Exzellent. Ich würde sagen, Wendy ist leicht verkohlt. Und dann gibt es noch einen spitze großen Hammer. Was? Ich mag nicht mehr länger mit dir herumschlagen, aber ein Schlag muss wohl noch sein. Was? Warum bist du nicht besiegt? Okay, Gott sei Dank schmeißt sie jetzt nicht mehr mit irgendwelchen komischen Gegnern. So, dass wir hier eigentlich freie Bahn haben. Ich benutze mal irgendwie so ein bisschen was Zeug, was wir noch gerade da haben. Rein damit. Und damit sollte Wendy dann hoffentlich Geschichte sein. Ja. Gut. Der eine große Hammerschlag hat schon gereicht. Ja, ja, schon klar. Ich habe verloren. Ich sehe es ja ein. Was für ein Ärger. Da kommt man den ganzen Weg zu dieser elenden Insel und verliert. Naja, gegen dich zu verlieren ist nicht so schlimm. Verrat Bowser nicht, dass ich das gesagt habe, aber du bist ein Schnuckel. Ciao. Geschafft, der große Farbstern gehört uns. Wir haben unser Ziel erreicht, aber was ist mit dem Captain? Er ist vermutlich gegen das wegen des gestohlenen Schatzes am Boden zerstört. Tja, der Schatz der Schatzinsel scheint bereits weg zu sein. Etwas traurige Musik, bitte. Oh oh. Kannst du dich an etwas erinnern, Captain? Ja, ich weiß wieder alles. Die Irrsee, das Holunder-Atoll. Ich kam allein auf diese Insel. Ich habe hier und da ein paar Schatztruhen geöffnet, aber die meisten waren schon ausgeräumt. Ha! Also gab es einen Schatz. Das würde ja bedeuten, dass wir zu spät sind, um ihn zu beheben. Das Einzige, was noch annähernd wie ein Schatz aussah, war mein Grill. Beim Erkunden der Insel bin ich in die Reverswelt gestolpert und habe mir dort den Kopf gestoßen. Als ich wieder aufgewacht bin, wusste ich nicht mehr, dass es noch eine andere Welt gibt und war ganz besessen vom Grillen. Amnesie macht hungrig, das kann ich dir sagen. Der Schatz der Insel wurde also bereits gehoben, ich war zu spät. Jahre der Suche vergebens. Jetzt lass den Kopf nicht hängen. Das Meer ist weit, die Welt noch viel weiter. Irgendwo da draußen warten unentdeckte, unglaubliche Schätze. Wenn du noch einen davon finden willst, wirst du auf jeden Fall zu einer Legende und ich werde dich trainieren. Du wirst mir beibringen, wie man so legendär wie du wird? Das ist für mich der wahre Schatz, danke. Okay, und ich dachte, es gäbe jetzt nochmal Ärger. Holen wir uns den Farbstern, den großen Farbstern. Was haben wir hier drin? Hey, eine Münze. Yay. Und was ist da drin? Hey, Farbe. Yay. Okay, nehmen wir den großen Farbstern. Hi. Lilaner großer Farbstern erhalten. Und ich habe gerade keine Ahnung, was wir damit freischalten. Irgendwas müssen wir damit einfärben. Oder? Was färben wir jetzt ein? Ach echt? Da hätte ich jetzt eher mit Orange gerechnet oder so. Oh oh. Oh oh. Okay.
Na gut. Ich glaube, dann geht's das nächste Mal in der Bistroase weiter. Hahaha, der Tod ist abgestürzt. Selber schuld für seine blöden Vergehen. Fantastisch, der große lila Farbstern ist zurück in Port Prisma. Ich bin der große lila Farbstern, Mario. Fabian, ich danke euch für meine Rettung. Ich erinnere mich deutlich an den Angriff auf Port Prisma. Und wir kriegen einen weiteren Erinnerungsauszug. Mal schauen, was diesmal schiefgelaufen ist. Diese Schlürfergeister haben in ganz Port Prisma Farbe abgesaugt. Aber warum sind sie so verrückt nach Farbe? Sie haben nicht nur die Farbe von Wänden oder dem Boden abgesaugt, sondern auch von Toads. Was plant Bowser bloß? So, dann kann die Party ja steigen. Feiern wie die Rückkehr des großen lila Farbsterns. Schwingt die Hüften! Und die Piraten tanzen sogar mit. Sehr cool. Und wir kriegen ein weiteres Lebensupgrade, wenn ich das richtig sehe. Maximal KP erhöht. Ja, sehr schön. Cool. Okay, was machen wir noch? Wir haben noch circa 3 Minuten hier in dem Part. Ich glaube, wir gehen mal kurz zum Dingsladen. Und werden dort unsere Dingse mal aufstocken. Denn da haben wir definitiv ein bisschen was. Ja, definitiv. Für 300 kaufen wir uns zum Beispiel einen Knochen, den wir ja leider benutzen mussten. Und ich werde gleich auf jeden Fall noch ein kurzes Status-Update dazu geben, wie viele Dinge uns überhaupt noch fehlen. So viele können es eigentlich gar nicht mehr sein. Ich glaube, 10 Stück haben wir auf einer Seite. Und die dritte Seite ist nicht vollständig. Die erste Seite haben wir auf jeden Fall vollständig. So, wir schauen mal kurz. Komm, auf der zweiten Seite fehlt uns tatsächlich auch nichts mehr. Ja, also insgesamt im ganzen Spiel fehlen uns noch 6 weitere Dingse. Ich würde ja gerne mehrere Dingse gleichzeitig ausquetschen, weil wir müssen jetzt tatsächlich nach diesem Kompass hier noch 4 weitere Dingse ausquetschen. Aber ich würde dafür einfach gerne alle in meinem Inventar haben, weil wer weiß, was noch kommt. Ich habe zwar im letzten Part etwas gemogelt, indem ich kurz in eine Lösung geguckt habe, aber so generell schaue ich ja nicht für alles in eine Lösung. Und ich weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, was uns noch so alles erwartet. Kann ich mehrere anwählen? Nein, kann ich natürlich nicht. Schade eigentlich. Aber immerhin, wir haben von 27 Dingsen haben wir 21 schon voll. Gut. Gut. Wir kaufen jetzt hier noch 3 weitere Dingse und ich glaube, dann werden wir Port Prisma verlassen und diesen Part hier beenden. Genau. Und im nächsten Part werden wir, glaube ich, ein wenig Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Vor allen Dingen nicht gegen die Hand. Und die steht jetzt schon wieder etwas länger da vorne rum und wartet dort auf uns. Das sollten wir definitiv machen, damit wir alle Schnick-Schnack-Schnuck-Tempel am Ende fertig haben. Was auch immer das bringt. Wir kriegen eh, glaube ich, nur Kartenkopien, aber egal. Man will sie ja trotzdem gemacht haben. Genau, und dann geht's für uns, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, in der Bistroase weiter.
Und in der Bistroase. Hoffentlich kommen wir jetzt da oben weiter. Oh, eine Mario. Minolta oder sowas waren das früher. Kodax, Minoltas. Aber keine Marios. Nein, nein. Genau. Dann geht's da oben weiter. Hoffentlich kommen wir da jetzt hin, weil der Toad, der uns das Ticket für da oben verkaufen würde, der ist halt jetzt abgestürzt. Der ist jetzt nicht da und verkauft uns ein Ticket. Aber vielleicht hat er es ja irgendwie da rausgeschafft und ist jetzt selber wieder da oben und will weiter Gewinn machen oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Dann haben wir ja jetzt alle Dinge wieder komplett. Und ich würde sagen, dann kann ich ja schon mal anfangen, mich von euch zu verabschieden. Gut. So, du bist jetzt erstmal weg, ne? Genau. Gut, dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel, viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen, wenn wir zur Bistroase gehen. Ja, dann sage ich einfach nur noch bis zum nächsten Mal. Keep gaming und ciao.